Gut, das heißt, wir haben nachher jemanden, der Lehmarbeiter, Töpfer und Steinbruch, Steinmetz macht. Wir brauchen aber auf jeden Fall auch jemanden, der Eisen- und Goldnuggetschmelzer macht. Und dann brauchen wir einen autarken Schmied, ja. Genauso brauchen wir jemanden, der den Speermacher und Bogenmacher übernimmt. Beziehungsweise in erster Linie den Bogenmacher. Speere sind nicht ganz so nötig. So, du kannst auch ruhig mal heiraten, weil Bjarni wird nachher unser Bäcker. Jo. Wie immer. Prost auf. Oh ja, und jetzt wird gleich da die Farm das erste Weizen abwerfen. Ja, Jägerzelt und Schafe sind ein bisschen auseinander, aber das kriegen wir auch noch hin. Wenn nicht, verschieben wir den Jäger auch nach hier drüben. Jo. Ja, will. Ja, ich denke, Eisen und Gold kriegen wir hier ganz gut hin. Wie gesagt, ich klappe jetzt erstmal nur die Grünflächen ab. Machst du jetzt den Werkzeugschreiner? Ja. Damit wir bald drei Familienhäuser bauen können. Jo. Ja. Und wenn Not am Mann ist, muss ich halt Glocken läuten. Ja, will. Ja, will. Ja, will. Ja, will. Gut, Weizen kommt jetzt. Das heißt, du wirst Müller. Das heißt, wir bauen hier ein Dreifamilienhaus hin und hier irgendwo ein Dreifamilienhaus. Ja. Ja, will. Ja. Wobei für Bäcker und seinen Träger reicht dann ein Zweifamilienhaus hier unten. Für den Bierbrauer und seinen Träger baue ich dann ein extra Zweifamilienhaus. Oh, staut. Und
Und ja, ich bin jenseits der Grünfläche. Merke ich gerade, hier ist zwar noch eine andere Grünfläche. Aber hier wollte ich nicht unbedingt hin. Wobei, jetzt wenn wir schon da unten sind, können wir den Fetzen hier unten auch noch aufdecken. Das heißt, wir warten, bis die Mühle dem Bäcker, dann geben wir dem Bäcker und das Zweifamilienhaus für Bäcker und Träger gleichzeitig in Auftrag. Ja, bis jetzt haben wir immer noch niemanden entdeckt. Ja, will, du will. Ja. Das Wässerchen hier sieht allerdings etwas komisch aus. Ja, will. Ja. Ist nur ein ganz kleiner Teich. Okay. Ich werde mal da den Norden weiter erkunden, weil ich habe so das Gefühl, die beziehungsweise die Hoffnung, dass die Indianer weit, weit weg sind. Ja. So, wenn du ausgeschlafen hast, erstmal zurück ins Lager, ein paar Wegweiser verlegen. Nämlich nach hier oben, also erstmal eins als Hauptgebäude. Dann eins hier rüber ins Schafsgebiet. Dann hier eins zum Eisen und eins zum Gold. So, unser Müller ist bei der Arbeit. Nahrung sieht noch okay aus soweit. Ja, wir werden auf jeden Fall Jagd, also den Zweig hier rüber verschieben müssen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich dann zwei Leute einstelle. Eine, der Jagd und Schafe hütet und einen, der Schuster und Weber spielt, oder ob ich das alles eine Person machen lasse. Ja, die erste Person mit Holzwerkzeug ist bereits unterwegs. Hier baue ich dann unsere Goldschmelze auf. Hier kommt unsere Eisenindustrie hin. Und ich glaube, hier vorne die Wüste unsere Kaserne dann später, wenn es soweit ist. Da ist unser Kundschafter. Ja, ich glaube wirklich, dass ich dann zwei Leute hier einquartiere. Auch noch. Also einen Jäger, Schäfer und einen, der die Fertigprodukte herstellt. Mm-hmm.
Ja. Und ja, eigentlich bräuchte ich dann auch einen Pilzsammler und einen Druiden. Beziehungsweise ein und dieselbe Person, die das erledigt. Pilze hat's hier ja genug. Aber um die beiden Sachen mache ich mir dann Gedanken, wenn der Rest läuft. Vielleicht quartiere ich Pilzsammler und den Pilzsammler-Druiden dann beim Bierbrauer mit ein. So, der holt sich Holzwerkzeug. Du bist müde und hungrig, das heißt, du kriegst gleich wieder den Auftrag, dich an den Bärensträuchern hier voll zu stopfen. Nahrung hält sich gerade noch. So, tu dich mal den Bärensträuchern hier wohl. Und ja, ich werde auch hier ein Lager errichten müssen. Ein kleines aber nur. Also ein Vorratszelt. Lagerhaus könnte sich gegen Angreifer verteidigen. Ein Vorratszelt nicht. Ja, will. So, hier ans Eisen kommt auch ein Wegweiser. Und hier drüben ins Gold einer. Sehr schön, Werkzeugschreiner ist erfunden. Etwas nah am Bauernhof, aber das geht noch so gerade. Ach ja, und ich baue auch hier gleich ein Zweifamilienhaus für meine Bauarbeiter hin. So, hier ein Wegweiser bitte hinsetzen. So, Müller wurde fertig gemacht, das heißt Bäckerei. Und Zweifamilienhaus. Hier daneben. So. Das heißt, ein Dreifamilienhaus für die Farmer und den Müller. Zweifamilienhaus für den Bäcker und seinen Träger. Genau.